Der MG4 begeistert nicht nur durch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und in diesem Film werden wir euch die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten des MG4 vorstellen. Bevor wir richtig durchstarten, Achtung, hier widmen wir uns ja tatsächlich nur den Ausstattungsvarianten, die uns Alex vorstellen wird. Es gibt aber auch noch ein Kurzporträt, um ihn mal kurz kennenzulernen und natürlich auch einen ausführlichen Film über eine halbe Stunde, wo wir in jedes Detail gehen. Schaut einfach in die Videobeschreibung oder auf unseren YouTube-Kanal. Und erstmal Alex, Dankeschön. Du hast uns, glaube ich, gleich die niedrigste Ausstattung und die höchste Ausstattung mitgebracht. Genau. Fangen wir an bei der niedrigsten. Was kostet sie und was ist da schon alles drin? Ja, die niedrigste Ausstattung, die Standardausstattung geht los bei 28.420 Euro. Geht da auch noch Förderung ab? Da ist die Herstellerprämie schon abgezogen. Gegebenenfalls dieses Jahr würden noch 6.000 Euro abgehen, kommendes Jahr 4.500 Euro würden da noch abgehen von diesem Preis gedanklich. Der hat schon einiges drin. Wir haben hinten Einparksensoren, wir sehen hier vorne schon die LED-Beleuchtung. Wir haben Stoffsitze verbaut und wir haben eine 51 Kilowattstunden Akku verbaut. Und da komme ich aber auch schon über 300 Kilometer. Wie weit komme ich? Wenn man jetzt ungefähr sagt, man hat einen Schnitt von irgendwie 15 Kilowattstunden, kommt man schon über 300 Kilometer. Ja. Okay, und sonst an Assistenzsystem, an Displays, was ist alles so drin? Ja, auch klassische Assistenzsysteme wie jetzt ein Abstandshalter, wie ein Autobahnpilot haben wir auch hier schon mit verbaut. Also eigentlich kann man schon auch mit der Standardausstattung glücklich werden. Absolut. Jetzt gibt es eine, die jetzt hier nicht steht, die in der Mitte, die heißt wie? Die ist die Komfortausstattung, die unterscheidet sich insbesondere durch den Akku. Da sind wir dann auf einer 64 Kilowattstunden Batterie. Und dann haben wir noch die dritte Version, das wäre die Luxury-Version. Und beim Komfort höhere Batterie, da kommen wir schon deutlich über 400 Kilometer, schätze ich. Richtig. Und was haben wir noch an weiteren USPs? Preislich liegt man da bei 32.420 Euro. Ja. Und von den Ausstattungsvarianten her sind wir in der Komfortvariante schon auf Leichtmetallfelgen beispielsweise. Aber so richtig los mit Assistenzsystemen und mit vollgepackten Inhalt geht es dann beim Luxury los. Gut, dann gucken wir ihn uns an. Da wären wir preislich wo? Da sind wir jetzt bei einem Preis von 35.070 Euro. Ja. Und das ist das voll ausgestattete Fahrzeug mit Rundumkameras, mit Ledersitzen. Mit Wärmepumpe, mit allem. Was heißt Wärmepumpe? Wärmepumpe bedeutet, ich habe die Abwärme, die der Motor erzeugt quasi, und kann die in den Fahrgastraum überführen. Ich spare dadurch einiges an Energie ein im Vergleich zu einer klassischen Stromheizung und senke damit meinen Verbrauch. Okay, und was haben wir an Assistenzsystemen mit drin? Assistenzsysteme haben wir hier, Notfallassistent, Querverkehrswarner, wenn man rückwärts rausfährt. Also jegliche Assistenzsysteme, die so das Herz begehren. So, jetzt sehen wir auch schon am Außendesign. Gibt es auch dort einige Unterschiede? Ja, wenn man sich jetzt die Front hier anschaut, sehen wir zum einen die Kamera, zum anderen hier unten auch die Blinker, wie die verbaut sind. Und im Heck hinten haben wir noch einen richtigen Heckdiffusor, wo das Ganze nochmal sportlicher macht. Also man sieht, man kriegt wirklich fürs Geld richtig viel ein Elektroauto in dieser Größe, die ja auch gerade als City-Flitzer super toll, gibt es gar nicht so viele auf dem Markt und das noch zum tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt, wenn ihr euch mehr für den MG4 interessiert, ab zu uns in den Kanal, da werdet ihr mehr Filme finden, bis hin zum Fahrfilm. Wenn noch Fragen sind, in die Kommentare. Wir haben bis heute alle Fragen auch beantworten können. Freuen uns natürlich auch über jedes Like, über jede konstruktive Kritik, über jedes Abo. Und dann sage ich Dankeschön für die Übersicht und bis hoffentlich bald.